2016 war ein Wendepunkt in der Formel 1. Red Bull Racing entschied sich dazu, den jungen Max Verstappen anstelle von Daniel Kwiat in das Hauptteam zu befördern. Diese Entscheidung veränderte die Karrierewege beider Fahrer wirklich dramatisch. Aber was wäre passiert, wenn Kwiat seine Position bei Red Bull Racing behalten hätte? In diesem Video tauchen wir in die alternative Realität ein und analysieren, wie sich die Formel 1 Geschichte hätte denn wirklich entwickeln können. Ich würde sagen, lass uns loslegen. Die Saison 2016 begann für Daniel Kwiat mit Höhen und Tiefen. Nach einem Podium in China folgte ein wirklich umstrittener Unfall mit Sebastian Vettel in Russland. Red Bull Racing entschied sich dazu, Daniel Kwiat zurück zu Toro Rosso zu schicken und den damals 18-jährigen Max Verstappen zu befördern. Max Verstappen nutzte die Chance wirklich sofort und gewann sein erstes Rennen in Spanien. Aber was wäre passiert, wenn Red Bull Kwiat nicht degradiert hätte? Stellen wir uns mal vor, Red Bull hätte sich entschieden, Daniel Kwiat weiterhin zu vertrauen. Der Druck auf den jungen Russen wäre wirklich enorm gewesen. Doch Kwiat hätte versucht, sich zu beweisen. Der nächste Grand Prix in Spanien verlief ohne den ikonischen Zusammenstoß zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Sie fahren diesmal ein sauberes Rennen. In diesem Szenario gewinnt Nico Rosberg das Rennen, während Red Bull mit Ricciardo und Daniel Kwiat auf Position 4 und auf Position 5 kommt. Kwiats Ergebnisse in den folgenden Rennen sind eher durchwachsen. Während er manchmal Ricciardo herausfordern kann, wird er häufig von den erfahrenen Australier wirklich übertroffen. Red Bull erkennt bald, dass Kwiat zwar talentiert ist, aber jetzt nicht unbedingt so die Konstant mitbringt. Trotzdem bleibt er bis zum Ende der Saison im Team, bevor Red Bull beschließt, ihn am Ende des Jahres dann zu ersetzen. Doch was wäre eigentlich mit Max Verstappen in diesem Szenario passiert? Ja, wie gesagt, in diesem Szenario bleibt Max Verstappen für das Jahr 2016 erstmal beim Toro Rosso Team. Er liefert wirklich sehr, sehr starke Leistungen ab, sammelt wertvolle Erfahrungen und wird noch ein heißeres Talent für das Jahr 2017. Toro Rosso gibt ihm das beste Auto, das sie jemals gebaut haben, aber es reicht tatsächlich nur für Mittelfeldplatzierungen. Trotzdem fällt Verstappen auf, indem er regelmäßig seinen erfahrenen Teamkollegen und auch teilweise Dani Kwiat wirklich sehr, sehr gut herausfordern kann. Mit dem Ende der Saison 2016 beschließt Red Bull Racing, Verstappen für 2017 ins Hauptteam zu befördern. Daniel Kwiat hingegen, der wird entlassen. Er wird nicht zurück zu Toro Rosso geschickt, sondern er wird komplett aus der Red Bull Familie geworfen. Er muss sich nach einem neuen Platz umsuchen, was gar nicht mal so leicht für ihn ist. Max Verstappen ist nun wirklich richtig bereit für die neue Red Bull Herausforderung, denn 2016 war ein fantastisches Jahr für ihn persönlich. Er wird noch stärker und entschlossener in die Saison reingehen, doch sein Aufstieg wird tatsächlich ein bisschen langsamer sein, aber dafür sehr viel stabiler, was ihm möglicherweise dann sogar langfristig mehr Konstanz reinbringt. Auf lange Sicht hätte dieses Szenario tatsächlich große Auswirkungen gehabt auf die Formel 1 Welt. Daniel Kwiat könnte nach seiner Entlassung wirklich sehr, sehr Schwierigkeiten gehabt haben, dann ein Team zu finden, wenn er überhaupt eins findet, beziehungsweise er wäre dann wahrscheinlich wohl bei einem kleineren Team gelandet. Allerdings glaube ich vielleicht, dass er doch nicht mehr in der Formel 1 gefahren wäre. Max Verstappen auf der anderen Seite hätte 2017 auf jeden Fall geglänzt und hätte Daniel Ricciardo auf jeden Fall auch schon herausfordern können. Nur ist dann tatsächlich so die Frage, ob es Max Verstappen geschadet hätte, dass er ein bisschen später in das Team gekommen wäre. Meiner Meinung nach nicht. Es wäre tatsächlich wirklich ein bisschen langsamer gegangen mit seinem Aufstieg, aber er wäre wirklich wesentlich stabiler gewesen und er hätte wirklich viel mehr Konstanz reingebracht. Es ist tatsächlich auch so die Frage mit Daniel Ricciardo, der spielt auch eine Rolle mit dabei, denn 2017 hätte ich dann Daniel Ricciardo noch vor Max Verstappen gesehen, 2018 wäre es dann alles anders gekommen, aber ich persönlich glaube, Daniel Ricciardo hätte Red Bull irgendwann sowieso verlassen, weil Max Verstappen ihn dann überholt.
geholt hätte. Und das hätte ihm wahrscheinlich wohl nicht so gepasst. Dem Daniel Ricciardo. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass Max Verstappen eine sehr, sehr große Karriere hingelegt hätte. Also eigentlich so wie jetzt. Nur ist so die Frage, wann und wie das alles passiert hätte. Ja, während Verstappen letztendlich zu einem der besten Fahrer seiner Generation wird, könnte sein langsamerer Aufstieg ein weniger extremes Bild dann zeichnen. Kwiat hingegen könnte bei einem anderen Team gelandet sein, wovon ich dann aber tatsächlich ausgehe. Die Chance wäre auf jeden Fall da gewesen. Es wäre auch nicht unrealistisch gewesen, aber bei Toro Rosso wäre er dann wahrscheinlich nicht mehr dann hingegangen in diesem Szenario. Die Entscheidung von Red Bull im Jahr 2016 war sehr, sehr riskant, aber sie zahlte sich aus. Wenn sie Kwiat behalten hätten, wäre die Formel 1 Landschaft heute eine völlig andere. Diese alternative Realität zeigt, wie jede Entscheidung in der Formel 1 weitreichende Folgen hat.